Welche Talente habe ich und wie nutze ich das für meine Berufswahl? Fragen, denen Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse beim Talente-Check auf den Grund gehen. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, ich bin nicht so ein handwerklicher Typ, weil also auch nicht so mit Schnelligkeit und sowas. Also früher dachte ich, ich muss unbedingt Abitur machen und ein Studium danach. Es hat mir heute gezeigt, dass ich auch eine Ausbildung machen kann und dabei mehr Erfahrungen sammle. Ein gemeinsames Angebot der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, der IHK und der Bundesagentur für Arbeit. Unkompliziert und kostenlos können sich die Klassen zu einem Termin unter talente-check.berlin anmelden. Was eben auch aus der Schule draußen ist, was nicht in Schulräumlichkeiten stattfindet, wo wirklich Angebote sind, die durchdacht sind, wo ein bisschen System dahinter ist. Und ohne Leistungsdruck. Der Talente-Check besteht aus einem Berufswahltest und vor allem Praxischecks für die handwerklichen und visuellen Fähigkeiten. Darauf aufbauend erfolgt eine persönliche Auswertung mit den Berufsberaterinnen und Berufsberatern. Welche Talente hast du hier entdeckt? Welche Möglichkeiten glaubst du, wirst du haben? Und das ist eigentlich im Prinzip ein super Einstieg, um am Ende dann über die 9. bis zur 10. Klasse auch schon einen Berufswunsch zu festigen. Und wie sieht der Berufswunsch jetzt aus? Ich würde gerne was Soziales machen. Bis jetzt möchte ich Innenarchitekt werden. Mittlerweile gibt es den Talente-Check seit 3 Jahren und natürlich soll es weitergehen. Jetzt habe ich auch mehr Lust, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch wenn wir alle noch sehr jung sind. Weil es manchen vielleicht dabei hilft, die noch nicht wissen, was sie machen wollen, dass denen einfach ein bisschen in eine richtige Richtung rückt. Ja.